Große und der kleine Born, der große und der kleine Überblick über den Markt, die sind unter Umständen unterschiedlich. Sie sehen es, ich bin aus der Türkei zurück. Hier hinter mir die Börse und wer sich hier ein bisschen umschaut, der sieht, der wird schon gefeiert. Das ist nicht so untypisch. Das ist halt immer vor dem Wochenende, dass hier ein bisschen die Stimmung sich vorbereitet auf den Ausklang der Woche. Und das werden wir sehen, wie das sich an den Börsen auswirkt. Es ist ja schon heute ein bisschen spät. Deshalb können wir sogar schon fast zusammenfassen, was heute draus geworden ist. Und da sind wir wieder beim großen und beim kleinen Bild. Denn tatsächlich sind da sehr unterschiedliche Sichtweisen daraus zu sehen. Im etwas größeren, also nicht das ganz große Bild, insofern alles verwirrend, was ich hier erzähle, da haben wir tatsächlich eine Chance, dass der Markt jetzt so langsam, aber sicher beim DAX doch noch mal eins tiefer geht. Ob das vom Wochenende passiert, ich würde eher sagen, nein, denn so viel Zeit haben wir gar nicht mehr, als dass wir da Schlimmes zu erwarten haben. Trotz alledem, es sieht danach aus, als ob die letzte Aufwärtsbewegung doch insgesamt eher dieses typische ABC-Muster hat. Und sobald diese Bewegung getriggert wird, dementsprechend dann der nächste Short indiziert wird, der dann aber auch noch mal durch das letzte Tief, das Zwischentief vom Juni beispielsweise und unser letztes Zwischentief vor wenigen Tagen hier, nochmal durchreichen sollte. Also wir sind längst nicht da vom Eis. Im Gegenteil, wir sehen eigentlich eine ganz gute Chance, dass das sogar noch passiert. Übergeordnet überhaupt gar kein Problem. Es ist halt nur eine etwas längere Verschnaufpause. An sich vielleicht gar nicht so schlecht, denn das würde bedeuten, dass wir den typisch, saisonal typisch schwachen August nochmal überleben werden und dann im September vielleicht dann nochmal auf die Longseite wieder wechseln. Ja, tatsächlich, das wäre das zu erwartende Bild, was ich da zumindest mal sehe. Der amerikanische Markt, der ist ein klein bisschen anders unterwegs. Das heißt eigentlich nicht so wirklich, denn im großen, nein, auch da im mittleren Bild ist es ähnlich. Auch dort baute sich sowas wie dieses ABC-mäßige auf. Durchaus mit steileren Flanken, aber eben insgesamt doch nicht wirklich überzeugend. Auch hier wäre ein Zwischentrigger, wenn der Markt hier nach unten durchgeht, ein Zeichen dafür, dass der Markt doch noch mal nach unten will. Aber im kurzen Bild, wer sich erstmal den 15-Minuten-Chart für heute Abend noch mal anguckt, da sieht man, dass die bisherige Abwärtsbewegung doch sehr dezent, sehr zurückhaltend ist, eigentlich hier eine Bullenflagge ausmacht. Und wenn der Markt diese noch mal für einen Bruch nach oben nutzt, dann wäre es sogar denkbar, dass wir vor dem Wochenende, also sprich heute Abend, noch mal ein bisschen long gehen könnten. Also viele Was-wäre-wenn, dafür ist es aber so wichtig, dass wir die Trigger im Auge behalten. Wir Trader wissen, diese ganze Charttechnik, die alleine entscheidet natürlich nicht, wohin der Markt geht, aber die macht es uns als Händler möglich, eine Entscheidung zu fällen und diese auch zu quantifizieren, von wo bis wo wir dann gerne mit dabei sind. Das Prinzip funktioniert bei anderen Märkten ebenfalls. Ein Beispiel wäre jetzt der Euro gegen US-Dollar. Da habe ich das nämlich eben gesehen. Da hatten wir auch so eine Flaggenformation. Gucken Sie sich das selber mal an. Da haben Sie ein bisschen was für Ihr Auge getan und vielleicht nochmal für eine Trading-Idee des Abends. So, und Sie hören, hier werden die Motoren angelassen. Vielleicht lassen Sie Ihren Motor für den Wochenendschlussspurt nochmal an. Dann sehen wir uns vielleicht nachher sogar nochmal in den Märkten, auch wenn ich hier jetzt nochmal ganz kurz zu tun habe. Und auf jeden Fall dann wieder nächste Woche ein bisschen nochmal aus Deutschland, zumindest am Montag. Und dann auch wieder aus Tokio mit Bildern von dort. Bis dahin Ihnen alles Gute für heute und das Wochenende. Bis dann.